Herzlich willkommen zum nächsten Spiel unserer New York Rangers. Heute wieder heim im Madison Square Garden in New York. Und wir haben zu Gast die Anaheim Ducks inklusive Carl Hägelin. Viele schöne Wochen, Monate, Jahre und vor allem Spiele, Tore hat er unsere New York Rangers im Real Life beschert. Heute zum ersten Mal zu Gast hier in seiner alten Wirkungsstätte, wo auch Mike Emmerich und Eddie Olczyk sitzen. Wird sicherlich ein spannendes Spiel. Von der Statistik her sind wir überlegen, aber auch die Anaheim Ducks lassen sich da nicht viel nehmen und sind auch gut mit im Rennen um die Playoffs. Und dann schauen wir mal, was sich in diesem Spiel ergeben wird. Der Schwierigkeitsgrad ist geblieben. Die Aufstellung seit dieser Woche wieder eine andere, aber auch zum Vergleich zu den Montags-Mittwochs-Spielen geblieben. Und dann sehen wir, was wir hier reißen können. Carl Hägelin vor allem in den letztjährigen Playoffs. Einen schönen Overtime-Moment und Number 30, Henrik Lundqvist. Natürlich auch wieder von der Partie. Den können wir demnächst auch wieder eine Auszeit geben, aber solange es klappt, lassen wir ihn auf dem Eis. Hat in der letzten Folge seine erste Overtime-Niederlage gekriegt, beziehungsweise nach Shootout. Und John Gibson gegenüber 5-2-0. Das ist eine ordentliche Statistik, auch die Fangquote. Der Gegentorschnitt geht besser, aber Lundqvist hat da auch nicht unbedingt den besseren. Das heißt, auch mit vielen Gegentoren kann man natürlich gewinnen, wenn man trifft. Silverberg, Getzlaff und Perry, die erste Reihe der Anaheim Ducks, gegen die wir es jetzt hier zu tun haben. Zuccarello, Brassard und Nash. Das ist auch die einzige Änderung, die ich angesprochen habe, für uns in der ersten Reihe. Stepan dafür statt Brassard in der zweiten. Aufpassen direkt, da kommt der Schuss. Oh, Lundqvist ganz schnell unten gewesen. Silverberg hier. Getzlaff. Oh, Silverberg nochmal. Oh, Lundqvist mit den ersten zwei, drei Riesen-Saves hier gegen Corey, Perry und Co. Oh, Getzlaff. Perry. Die legen richtig, richtig gut los. Wir dürfen uns hier nicht einbuttern lassen. Und Lundqvist hat das bisher auch gut vermieden. So, Perry kriegt den Check. Spiel tief. Ryan McDonough am Puck. So, raus da. Wieder der Passweg unterbrochen. Der Puck kommt nicht an. Wir können bisher, wenn überhaupt, nur stören. Oh, schön. Rick Nash, komm. Schade. Getzlaff immer noch auf dem Eis. Wird da jetzt von zwei Spielern behindert. Dan Girardi raus auf Victor Storberg. Und jetzt können wir unser Spiel mal anfangen über Kevin Hayes. Das waren ja schon aufregende erste Defensivminuten. Oh, und den können wir leider nicht durchbringen. Immer noch die erste Reihe der Anaheim Ducks auf dem Eis. Ja, wobei teilweise. Kessler hier. Wir haben schon die frischeren Kräfte drauf hier. Weitergegeben. Mark Stoll. Hayes. Oh, der Pass in die Mitte kommt nicht an. Cogliano. Aufpassen. Auf Coglianos Reihe müsste auch Carl Hägelin spielen. So, Gegner. Victor Storberg. Schön. Und renn. Komm. Vorbei an ihm. Das kannst du. Das kannst du. Oh, schade. Das wäre ein schöner Einstand gewesen nach diesen Defensivminuten. Hier direkt das Tor. Hayes, rüber. Oh, Stoll verpasst, beziehungsweise wird er behindert von Lindholm. Hägelin, da ist er. Der ist doch in guter Erinnerung. Keine Berechtigung, ihn hier auszubuhen. Sowieso relativ freundschaftlich alles gelaufen ist. Auch mit Derek Brassard und Matt Zuccarello sehr eng befreundet. Haben auch für die Serien des New York Rangers Privatkanals viel zusammen gedreht, beispielsweise für diese Werbungen, die waren zusammen im Zoo. Ist nicht alles kommerziell. Auch auf Instagram haben sie privat immer wieder Fotos hochgeladen. Da stimmte die Chemie, musste leider auseinandergebrochen werden. Wegen dieser Gehaltsgrenze, denke ich mal. Denn Stepan, zwar ein guter Spieler, dennoch sehr, sehr teuer mit seinem Gehalt. Und dafür mussten andere Spieler weichen, da man Stepan behalten wollte zu seiner Zeit. Es hat sich doch zu einem Positiven bewiesen, denn so wie es aktuell läuft zum Zeitpunkt der Aufnahme, das ist 2-3 Wochen vor Ausstrahlung dieser Folge hier, nur zu eurer Info, falls es mittlerweile vielleicht schon anders sein sollte, läuft es doch recht gut, auch mit der Mannschaft, die man jetzt hat, und oh, solange sich das in den Playoffs auch so hält, ist doch alles super. Da will ich gar nichts gesagt haben. Kontinuität ist nur auch ein wichtiger Faktor, und wenn man die nicht hat, dann kann man auch nicht viel reißen, deshalb. Wenn sie so wie sie jetzt spielen, auch in den Playoffs spielen, bin ich doch zufrieden. So, Dominic Moore kriegt ihn leider nicht über die Linie. Hat er in einer der letzten Folge, beziehungsweise in dieser Woche, am Montag oder Mittwoch, schon mal besser gemacht. Aber kein Vorwurf hier, die hundertprozentige haben wir hier nicht gehabt. Ist zwar trotzdem schön, wenn er reingeht, muss er aber natürlich nicht. Maroon, Horkoff und Stewart jetzt gegen Kreider, Stepan und Fast. Unsere zweite Reihe gegen Anaheims dritte Reihe im Angriff. Los, Derek Stepan. Ah, wieder nicht mit dem Bulli gewinnen.
Fast nach außen. Stepan. Holt ihn euch. Ah, schade, fast. Hat da direkt den Check kassiert, leider. So, Chris Kreider mit nach hinten. Und Kevin Klein zum Puck. Oh, oh, oh. Gegen aufpassen. Glücklich, dass da die Direktabnahme nicht kam. Das wäre sehr gefährlich geworden. Die letzten Sekunden laufen. Chris Kreider. Und das sollte es gewesen sein. Die erste Drittelpause kommt. Und das heißt, es kommt für uns auch ein bisschen Werbung. Ne? Auf Facebook, Didi der Denker mit Leerzeichen dazwischen. Auf Twitter findet ihr mich unter Didi der Denker zusammengeschrieben und auf Instagram unter Didi der Denker Official. Wenn ihr mit uns reden wollt, ihr könnt über die NHL diskutieren, wir können abends zusammen live gucken und uns über das aktuelle Spiel unterhalten. Wir können aber auch so außerhalb des Let's Plays ein bisschen was erzählen, vielleicht sogar ein bisschen was spielen. Und Brickwall Lundqvist hat da gerade jemand hochgehalten, dass die das sogar mit ins Spiel gebracht haben. Klasse. Da gibt's auch unter den Facebook-Posts der New York Rangers immer sehr, sehr schöne Bilder mit einer Brickwall im Tor. Ja, auf Facebook ist eher so das Offizielle, was ich da poste. Auf Twitter gibt's so ein bisschen Hintergrundinformationen und Instagram ist dann für das Private zuständig. Das heißt, wir haben die Plattform doch gut untereinander mit ihren jeweiligen Inhalten aufgeteilt. Und würde mich freuen, wenn ihr das auch nutzt. Wenn nicht, dann freue ich mich eben nicht darüber. Aber naja, so ist das nun mal, ne? Ich will euch hier zu nichts überreden oder zwingen. Aber es ist doch eine ausdrückliche Empfehlung. So, weiter geht's. Das Spiel läuft wieder. Corey Perry und seine erste Reihe und Konsorten sind wieder auf dem Eis. Hat ihn da ziemlich lang selbst gehalten. Und Girardi erstmal raus. Rick Nash, komm direkt hinterher. Überhol ihn. Darfst du auch ruhig auf der linken Seite machen. In Deutschland sowieso. So, Corey Perry kriegt den Check. Getzlaff kann den Puck aber wieder aufnehmen. So, Rick Nash da über außen. Ryan McDonough. Da strahlt schon Gefahr aus, dass Perry direkt wieder zurückrennt. Wir haben sie jetzt eigentlich gerade ganz gut rausgehalten aus dem Bereich. Haben aber trotzdem immer noch den Puckbesitz, die Ducks. Aufpassen, da kommt der Pass und... Oh, Lundqvist mit dem nächsten Save. Der hat hier schon 2, 3 sichere Tore verhindert, Lundqvist mit dem nächsten Save. Oh, Lundqvist geht jetzt hier für Slashing. Jo. Da habe ich Lundqvist gesagt, zu Guerrero natürlich. Weiß ich nicht mehr, ob ich es richtig gesagt habe, aber wir haben ihm den Schläger aus Hand gehauen. Stockschlag, Slashing, ist richtig. Silverberg, Reckel und Hagelin, die zweite Powerplay-Unit der Anaheim Ducks. Wollte gerade sagen, da haben sie doch ganz andere Größen, wie Getzlaff und Perry. Die, die jetzt spielen, sind natürlich auch nicht schlecht, sonst würden sie jetzt hier nicht spielen. Aber da gibt's andere. Aufpassen, Lindholm, der Schuss. Dan Girardi mit dem sehr, sehr wichtigen Block. Lundqvist, ansonsten wäre mit Sicherheit auch da gewesen in diesem Spiel. Dominic Moore, oh, und Gibson zur Stelle. Hat nicht ganz so viel drauf gekriegt und vor allem auch nicht die Qualität der Schüsse wie Lundqvist. Das liegt aber an uns, das zu ändern. Oh, das gibt die nächste Strafe. Nee, gibt's nicht, glücklicherweise. Girardi auf Lindberg und Dominic Moore. Erstmal tief spielen. Da kann Gibson auch ruhig hingehen. Dann kommen wir halt dahin. Dominic Moore, erstmal halten. Oh, verunglückter Pass, aber Max Toll kann ihn rausbringen. Ich konnte leider eben gerade nicht nach vorne rennen, weil das wäre dann abseits gewesen. So. Vorne stören, das gibt direkt ein Icing. Sehr schön. Das heißt, wir können wechseln, bringen unsere zweite Reihe drauf. Zusammen mit der dritten Verteidigerreihe, die erste Verteidigerreihe kann sich ausruhen. Da sieht man nochmal der Schussblock von Dan Girardi, ganz, ganz wichtig. Durch Sichtveränderung hätte Lundqvist da vielleicht daneben gegriffen. Aber wollen wir nicht zu viel spekulieren, es ist nicht passiert, 0-0. Sehr, sehr spannendes Spiel, sehr, sehr gute Chancen, vor allem für die Anaheim Ducks. Und dass wir jetzt gute Chancen kriegen, liegt an uns. Oh, Karl Hägelin wird da ganz hart in die Bande gecheckt. Dan Boyle hinten. Lundqvist mit dem nächsten Save. Den halten wir lieber mal fest. Bevor wir hier quer über das Spielfeld passen und uns wieder ein unnötiges Gegentor einhandeln, halten wir den fest. Beziehungsweise, was heißt wieder? Wir haben lange kein unnötiges Gegentor gekriegt. Ärgerlich sind sowieso alle Gegentore. Teilweise sind Sachen auch ungünstig gelaufen, aber ein unnötiges, was wirklich ein totaler Bock war, haben wir glücklicherweise schon lange nicht mehr reingekriegt. So, Derek Stepan, oh, Lundqvist, Jende, Kreider, Stepan, Fast, Stepan, Fast, oh, und genau so ein Save von Gibson wie von Lundqvist. Oh, und der Pass auf Stepan ist zwar fast angekommen, aber er hat den Puck leider nicht getroffen. Das war gerade eine schöne Aktion. Viele kleine, kurze, ganz simple Pässe ohne viel Schnickstack. Oh, und Dan Boyle hinten an richtiger Position. Über Jesper Fast glücklicherweise zu Stepan gekommen. Oh, der Pass kommt nicht rüber. Das wäre gefährlich geworden. Der hätte Gibson dann nochmal hinlegen müssen. So, Keith Yandel hinten.
Oh, wunderschöner Check. Bringt ihn sogar mit dem Check direkt raus. Nee, bringt er gar nicht. Das war aber auf der Linie. Aufpassen. Und Lundqvist hat ihn. Das gibt die nächste Strafe gegen uns. Da bin ich leider noch gerutscht. Und Dan Boyle mal wieder auf die Bank. Beinstellen müsste es diesmal sein. Zack, da haben wir ihm noch ganz kurz die Beine weggezogen. Und jetzt Perry, Getzlaff und Kessler für die Anaheim Ducks. Das ist die Powerplay-Unit, die ich erwartet habe. Und das ist auch die erste Reihe der Powerplay-Unit. Auf die müssen wir aufpassen. Lundqvist kann nicht alles machen. Oh, oh, oh. Perry, oh. Super, dass der verpasst hat. Drink Nash hinterher. Vielleicht kriegt er den sogar noch. Sieht so aus. Ging da. Oh. Jetzt aber. Oh, erstmal halten. Ryan McDonough. Rüber. Mark Stoll. Und den spielen wir tief. Derek Stepan hinterher. Erstmal halten an der Bande. Das ist Zeit. Und hinten aufpassen. Stepan kommt wieder zurück. Rick Nash ist zur Stelle. Und bringt ihn raus. Das heißt, Stepan kann vorne wieder hinterher. Wenn die anderen das hinten regeln, kann er da vorne ruhig ein bisschen Dampf machen. Oh, und dann kommt er von hinten immer noch hinterhältig, wo man ihn gar nicht mehr erwartet. Jawohl, genau so nämlich. So, und vorne ist er draußen. Dan Boyle macht's direkt von der Strafbank. Oh, schade. Ärgerlich. Hätte ich ihm gegönnt, aber als Rechtshänder, da habe ich die Bewegung nicht so drauf. Das fällt mir irgendwie ein bisschen schwer, obwohl es ja eigentlich das gleiche, nur spiegelverkehrt ist. Aber das ist ja manchmal genau das Problem. So, Zuccarello. Oh, schön entzogen dem Check. Pass. Oh, kommt da fast durch. Den gibt Gibson sogar wieder her. Thompson. Oh, Kevin Klein offensiv. Das war leider zu offensiv gegengegangen. Der Schuss und Lundqvist mit dem Save. Stoll, Nash und das war's für dieses Drittel. 0-0. Irgendwie verspricht das Ergebnis nicht ganz das, was das Spiel auch macht. Das Spiel ist ein sehr, sehr spannendes Spiel, spiegelt sich nicht im Ergebnis wieder. Ärgerlich eigentlich, aber ändert natürlich nichts an der Dramatik und an der Spannung dieses Spiels. Jetzt hatten beide ihre hundertprozentigen Chancen. Da sehen wir nochmal Gibson mit dem Riesensave. Lundqvist, vor allem im ersten Drittel, aber auch hier, wie man hier sieht. Oh, mit einigen Riesensaves, dass er den da rauskratzt. Das ist schon eine wahre Leistung. Und auf die können wir vor allem in diesem Spiel stolz sein, denn ohne ihn hätten wir gerade in diesem Spiel nicht diesen Ergebnisstand. Ein guter Goalie kann natürlich ohne Team auch nichts machen. Das ist wie ein guter Koch. Ohne guten Service ist er auch nichts. Aber bisher steht es 0-0. Ein bisschen was kann der Goalie alleine ja dann doch rausreißen. Oh, und der nächste Save. Das ist schon immer so diese Stimme, wo mir eigentlich klar ist, da ist er gleich drin. Jetzt, jawohl, da ist er nämlich gleich drin, Rick Nash. Diese Woche trifft er einfach, ich will nicht sagen wie am Laufband, aber endlich trifft er wieder regelmäßig. Rick Nash hier mit dem 1-0, früh im ersten Drittel, Lundqvist sogar mit der Vorlage. War ein schneller Pass auf Zuccarello, geht bis auf die Grundlinie fast. Dann kommt der Pass auf Rick Nash und den hat er mal sowas von genau da reingehauen. Oben links, dass er nach oben rechts fliegt, zack, drin ist er. Die Reihe jubelt. Sie war erfolgreich und Karl Hengelin, der Ex-Rangers-Spieler, gegen uns wieder auf dem Eis. Oder was heißt Rangers-Spieler, der Ex-Ranger? Hört sich besser an, wa? So, rein formell. So, den Passweg, da haben wir gerade gut blockiert, aber der Pass kam leider nicht dahin. Oh, Hengelin verarscht uns hier. Lundqvist hat ihn. Hengelin ja einer der schnellsten Spieler der Liga. Ich weiß nicht, wen es aus den anderen Teams gibt. Ich glaube, Alfredsson von den Ottawa Senators war immer einer, ein Kandidat. Ansonsten von denen, die ich kenne, gibt es... Oh, oh, Schuss kommt nicht durch. Gibt es beispielsweise Kreider. Victor Stolberg vielleicht nicht einer der schnellsten, aber wirklich ein sehr, sehr schneller Spieler, wie ich jetzt seit dieser Saison rausgefunden habe. Der ist er schon. Aber auch natürlich von den anderen Mannschaften, wer da bei der All-Star Competition angetreten ist für den schnellsten Sprint und so weiter. Da gibt es noch andere Spieler, die ich aber gerade nicht auf dem Schirm habe, wie ich zugeben muss. Und Gibson mit dem nächsten Save, den hält er sogar fest. Unsere ersten Reihen kommen jeweils aufs Eis. Und es geht direkt weiter. Derek Brassard zusammen mit Zuccarello Nash. Einmal war die Reihe ja schon erfolgreich eben gerade. Und aufpassen hinten. McDonough und Girardi sind zur Stelle bisher. Ja, weil schöner Stick da. Tief gespielt, Brassard zur Stelle. Girardi und sich herausgebracht auf Zuccarello. Komm, der ist schnell. Setz dich einfach vor. Ganz dreist. Und, oh, schade. Irgendwie vorbeischummeln einfach. Und jetzt hinten sicher stehen. Getzlaff. Ryan Getzlaff. Oh, oh, oh.
Da kann man gar nichts anderes zu sagen. Das war einfach gut ausgeguckt. Er ist da durchgerannt, wir konnten ihn nicht mehr stören und dann mit sehr, sehr vielen schnellen Bewegungen an Lundqvist vorbei. Da eine Bewegung, da hat er sich noch ein bisschen durchgeschummelt, den Schuss angetäuscht, ein paar Bewegungen und dann Lundqvist über die kurze Seite überwunden. Ärgerlich, ärgerlich, aber auch ein 1-1 ist noch okay. Wir können ja nicht schon wieder ein 1-0 machen in dieser Woche, das hatten wir am Montag schon. Ist aber beim Eishockey auch irgendwann langweilig. Weiter geht's, Derek Stepan wieder nicht mit dem Bulli gewinnen. Aber er ist auch nicht der beste Bulli-Spieler, das sind wir von ihm bereits gewohnt. Jawohl! Derek Stepan, genau so wollte ich das. Weil ich weiß, dass das manchmal klappt. 2-1 direkt nach dem Bulli und wenn man da einfach geschickt hinrennt und stochert, das war für mich schon sehr frustrierend im Ultimate Team und jetzt nutze ich es selber einfach mal. Der Verteidiger gerade am Puck, Stepan spitzelt. Auch Gibson gerade mit dem Pokecheck und dadurch wird er hier in diesem Fall überwunden. So, 2-1, die Führung ist wieder da, wir haben den offiziellen New York Rangers Goal Song gehört, hey, hey, hey. Und damit ist doch alles wieder in Butter erstmal. Jetzt können wir uns wieder auf die Defensive konzentrieren. Keith Yandel, holen dir. Ah, schade. Dan Boyle nochmal gegen. Wen haben wir da? Stepan. Vor. Jawohl, Kreider, super Block mal wieder. Wie auch schon am Montag und am Mittwoch. Auch Girardi immer mit wichtigen Blocks. So, dieser Puck kommt tief. Oh, Dan Boyle checkt sich da selbst an der Bande, sodass er den Puck verliert. So, Jesper Fast. Versuchen außen vorbei zu ziehen. Stepan kommt da. Stepan. Oh, halten. Und leider keine Direktabnahme. Aufpassen hinten. Dan Boyle und Keith Yandel sind da. Maroon. Oh, schön, dass da, ich glaube, Keith Yandel war es. Mit dem Schläger noch dazwischen war. Der Pass auf Dan Girardi kommt nicht an. Oh, Lundqvist mit dem Save. Lundqvist mit dem Save. Oh, 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 Getzlaff, Maroon, Lundqvist mit dem Save. Wie könnte es in diesem Spiel anders sein? Die vierte Reihe drauf, die Kämpferreihe. Und weiter geht's. Lundqvist kriegt zurecht die Wiederholung, was der heute rausgehauen hat. Das vor allem auch im ersten, der auch natürlich, aber auch im ersten Drittel, dieser eine, der da schon quasi frei vom Tor lag. Na, in Anführungsstrichen nur 16 Paraden, in echt sind es teilweise zwischen 20 und 40 Paraden im Spiel. Aber gerade auch für dieses Spiel, wenn man hier selber spielt, 16 Paraden. Ja, dass die 16 Schüsse nicht reingegangen sind, ist schon sehr, sehr bitter. Da würde ich mich natürlich auch drüber ärgern. Oh, Miller wird da fast noch vom eigenen Spieler Lindberg gecheckt. Die letzte Minute läuft. Die erste Reihe kommt wieder aufs Eis mit unserer zweiten Verteidigerreihe. Weiter geht's direkt. Derek Brassard. Am Bulli-Punkt. Komm, du gewinnst besser als... Ah, leider auch nicht. Als Derek Stepan, wollte ich sagen. Der gewinnt ja nicht ganz so zuverlässig. Oh, Hägelin. Den harten Check von Kevin Klein. Der Schuss. Eine gute Parade von Gibson. Der Pass rüber. Nochmal der Schuss. Ah, oh, auch nicht durch Sichtbehinderung oder ähnliches. Die dritte Reihe, da haben wir auch einen zuverlässigen Bulli-Gewinner und die zweite Verteidigerreihe darf draufbleiben. Mit Mark Stoll und Kevin Klein haben wir da gute Schützen. Da sieht man es nochmal gut reagiert von Gibson. Der harte Check gegen seinen Ex-Kameraden. Teamkameraden. So, Jared Stoll, komm. Du gewinnst die Bullies wie kein anderer. Naja, eigentlich nicht, aber komm. Wir tun mal so. Als wäre nichts gewesen. Ah, leider ist doch was gewesen. Aufpassen, holen. Perry Silverberg, Getzlaff auf dem Eis. Der Check, schön. Holen dir. Oh, 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 Getzlaff. Und Lundqvist da. Nochmal Getzlaff. Lundqvist wieder da. Stoll, oh, das war nicht ganz so schlau um die Rundung. Kevin Klein, probier's. Na, auf die Distanz nicht. Komm, kein Icing, da war ein Stürmer von uns. Huhu. Oh, ist kein Icing. Oh. Ja, jawohl. Wer kriegt das, Kevin Klein? Wir haben gerade eine Strafe kassiert und dadurch ist der Puck hinten reingegangen. Die Strafe wird natürlich ausgesprochen, weil wir haben den Puck nicht berührt. Aber dadurch zählt jetzt auch das Tor. Und Kevin Klein müsste das letztes am Puck gewesen sein. Zack! Füße weg, drin ist er. Einmal hinterlistig von Viktor Stolberg. Ist natürlich schon ein ziemliches Assi-Tor. Aber 3-1, das soll es wohl gewesen sein. Und ich weiß gar nicht, Kevin Klein wurde danach, glaube ich, gezeigt. Ich glaube, er kriegt das zugeteilt und das hat er sich auch verdient. Gutes Spiel von ihm. Aber ihr könnt es vielleicht schon ahnen, in diesem Spiel hat kein anderer als der King of New York, als unser Hank, als unsere Nummer 30, als unsere Brick Wall oder auch einfach gesagt, kein anderer als Henrik Lundqvist hat hier die Chance auf den Man of the Match. Die Saves, die der hier rausgehauen hat, mit der uns hier viele, viele Minuten im Spiel gehalten hat, war wieder atemberaubend. Henrik Lundqvist, zu Recht mit diesem Man of the Match, wie ich finde.
eins seiner besten Spiele in dieser, in diesem Let's Play, in diesem Projekt. Die Mannschaft jubelt zurecht. Wir haben uns den nächsten Sieg verdient und können darüber nachdenken, den Spielstil mal von normal auf Hardcore zu erhöhen und nicht nur den Schwierigkeitsgrad immer zu erhöhen. Hier sieht man nochmal Henrik Lundqvist, da wurde er überwunden, aber das einzige Mal am heutigen Abend. Wir haben glücklicherweise dreimal getroffen, das gibt wieder schöne Scorerpunkte da aus kürzester Distanz. Diese Reaktion, die hat er echt sehr, sehr gut gezeigt und da müssen wir gar nicht in die Statistiken gucken, wer Tore geschossen, wer nicht. Henrik Lundqvist ist hier in diesem Spiel das Einzige, was zählt. Und da wird man doch immer stolzer, ein Trikot des jungen Herrn zu besitzen. Des schon etwas älter gewordenen Schweden mittlerweile, aber immer noch einer der besten Goalies. Manche sagen der beste Goalie, manche sagen, ah, Carey Price. Manche wiederum sagen, da sind noch andere Goalies. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, egal wer der Beste ist, er ist auf jeden Fall einer der besten Goalies. Und wir am Ende jeder Woche gucken wir jetzt noch kurz auf die Statistik. Da haben wir nämlich einmal die Teamstatistik. Philadelphia noch vorne, punktgleich mit uns. Die haben aber ein Spiel weniger. 47 Punkte, kleiner Abstand zu den Blue Jackets. Dann Washington und die New York Islanders punktgleich. Danach Pittsburgh, die Hurricanes, die Devils. Grundsätzlich mit die spannendste Division, wie es scheint. Dann haben wir hier Tampa Bay, Boston ganz unten. Vorne dafür Florida, das beste Team der Liga. Buffalo auch überraschenderweise ziemlich weit oben mit dabei. So, die Blackhawks schließen langsam wieder auf. Trotzdem ziemlich weit hinten, genauso wie Nashville. Dafür Winnipeg mit weit oben. Dann haben wir hier die San Jose Sharks ziemlich weit unten. Die schätze ich in dieser Saison vor allem sehr, sehr stark ein. Anaheim hat es wieder auf den ersten Platz geschafft. Die haben wir aber gerade zum Glück geschlagen. Die Gesamttabellen müssen wir uns nicht unbedingt angucken. Das drücke ich einmal weg. Wir haben nämlich noch die Spielerstatistiken. Wie es aussieht, hat sich Derek Stepan wieder hochgearbeitet. Das sehen wir aber noch. Die Tore. Rick Nash 16, Kreiders, Brassard und Zuccarello jeweils mit 10. Na komm. Die Assists, da haben wir einmal bitte von oben. 14 für Derek Stepan, 11 für Keith Yandle, 11 für Zuccarello, 10 für Hayes, 10 für Brassard. Punkte insgesamt, jetzt wird es interessant. 23 Stepan, ist gut mit dabei, ein 40-Plus-Spieler zu werden. Wir haben nicht mal die Hälfte der Saison und er hat schon über die Hälfte von dem, was er erreichen muss. Zuccarello 21, Brassard 20, Nash 20, danach auch noch viele wie Hayes und Kreider. Strafminuten ist vielleicht nochmal ganz interessant. 18 gegen Mark Stahl. Und danach dümpeln alle so ziemlich verteilt rum. Plus, minus. Keith Yandle, 20 Punkte plus. Das ist schon sehr, sehr gut. Und Jesper Fast mit minus 4, der schlechteste. Dan Girardi mit minus 3. Das ist völlig okay. Da gibt es viel, viel schlechtere normalerweise. Powerplay-Tore. Na, jetzt geht es langsam so richtig in die Statistiken rein. Das sparen wir uns. Wir haben ja noch das Ende der Saison, wo wir alles noch ganz auseinandernehmen. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Tschüss!